Und rein da. So, also die Ketten konnte man durchschreiten, aber ich hatte den Verdacht, dass man Schaden bekommt. Bekommt man aber nicht. Das ist doch schon mal gut. So, ein Block. Und dahinter gleich eine Druckplatte. Was sind das denn für Zeichen? Ha. Sieht auch nicht sehr freundlich aus. Und ja, wieder Balken, die man nicht zerschlagen kann, ist wahrscheinlich. Wo man trotzdem durchgucken kann. Sind doch nur da, um uns zu ärgern. Oh, ein Stein. Kann man das da... Nein, lassen wir erstmal da. Wir sollten nicht... Oh. Das ist ja eklig. Okay. Ab dieser Folge darf meine Tochter das Let's Play nicht. Okay, auch. Und vergiften tun sie auch noch. Das ist ja übel. Also ja klar, vorher waren auch schon ein bisschen sehr gewalttätige Sachen dabei, aber das fand ich gerade richtig eklig. So, Stock in die Hand. Und entgiftest du jetzt auch? Das hat man, glaube ich, schon mal getestet. Und ich glaube, die Antwort war nein. Nee, tut er nicht. Ah. Dann hoffen wir doch mal, dass jetzt hier irgendwo wieder... Ist das da ein Loch am Boden? Ja, es war definitiv ein Loch am Boden. Aber schick. Das kenne ich noch aus Dungeon Master, dass man an bestimmten Stellen die Fallgruben runterspringen musste, um irgendwo hinzukommen, wo man vorher nicht hin konnte. Das ist ein nettes Feature. So, jetzt bringen wir kurz dieses Dämonenbaby da um. Und dann schauen wir uns an, wer da in den Ketten hängt. Splush. So. Oh, den kann man gar nicht ansprechen. Ja, der ist wohl tot. Und ich höre wieder was trippeln. Ah. Ja. Garstiges Ding. Also sie sterben. Ungefähr so langsam wie die Wolfreiter. Aber dazu vergiften sie halt noch. Was das Ganze ziemlich übel macht. Wir könnten es natürlich gleich entgiften, aber wir haben, glaube ich, nur noch zwei oder drei von den Tränken. Eins, zwei, ja, drei Stück. Nee, wir müssen uns so weiter umgucken. Bisher war es ja immer so, dass wir in einem Dungeon, wenn da Monster waren, die vergiftet haben, auch Möglichkeiten da waren zu entgiften. Also entweder durch Tränke in Truhen oder durch Altare. Altäre? So, da geht's auch nicht weiter, also Treppe hoch. Na, gucken, wo der Runtergang war. Oh, der war hier gleich um die Ecke. Also da war die Falltür. Da geht's nicht lang. Noch eine Sackgasse. Sacktest. So, da ist hier eh nicht viel drin. Was mit dem Sack? Der klappt, aber den wollten wir eigentlich nicht hier lassen. Und außerdem kommen wir damit nur direkt auf die Fallgrube rauf. Das heißt, wir fallen wieder runter. Das ist nicht wirklich vorteilhaft. Aber schauen wir mal. Und kriegen auch noch Schaden. Super. Ha, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Also dich können wir garantiert nicht ansprechen. Oh, nein. Okay, da sind auch noch Stacheln, die habe ich vorher nicht gesehen. Schnell heilen. Also ja, wir können die Treppe wieder hochnehmen. Dann kommen wir wieder an die Stelle mit der Druckplatte. Dadurch geht die Tür auf. Und die Tür führt wieder direkt zu dem Loch. Oh, wir können Reparaturzauber wieder ausprobieren. Das ist schon eine Weile her, dass der was gebracht hat. Vielleicht ist es ja genau jetzt wieder soweit. Also. Hier hin. Oh. Oder wir gehen da einfach nicht rüber.
Nein, ich will jetzt gucken, ob es funktioniert. Auch wenn das Mana wahrscheinlich nicht reicht. War es jetzt zu Ende? Nee, war es nicht. Schade. Aber gut, die Ecke merken wir uns auf jeden Fall mal. So, und da kommt jetzt hin, reparieren. So. Und zurück in den großen Raum, wo die ganzen Blöcke rumstehen. Und Steine, davon nehmen wir nochmal einen mit. Also wir haben 1, 2 Druckplatten. Und ganz viele Steine. Ganz, ganz viele Steine. Das könnte ein kompliziertes Rätsel werden. Oder ein ganz einfaches. Den nach da, den nach da, den nach da, den nach da. Na gut, aber darum kümmern wir uns. Und dahinter ist gleich noch einer von denen. Aber ja, erstmal die Umgebung absuchen und danach können wir die Druckplatten probieren. Wenn wir uns dem Ende der Folge nähern, dann werde ich wohl einen Gegengifttrank trinken müssen und ein bisschen regenerieren. Weil so kommen wir jetzt nicht wirklich viel weiter. Ein Altar wäre echt super. Aber dafür jetzt extra in einer Dungeon laufen, dauert zu lange. Und schaffen wir wahrscheinlich gar nicht mit den wenig Lebenspunkten. Ja, neue Truhen. Gegengift, der wird geschluckt. So. Und Rasereitrank, super. Noch eine Truhe. Das war komplett Mana, oder? Ne, 50 D10, nur. Schön, schön. Also, es gibt definitiv Gegengifttränke. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Jetzt bräuchten wir nur noch ein paar Mana und Heiltränke. Und dann wäre wieder alles gut. So, du darfst uns jetzt nicht treffen. Oder nicht vergiften, besser gesagt. Ah, so viel dazu. Oh, 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 das sieht gar nicht gut aus. Ich will nicht schon wieder pausieren. Aber wir müssen hier raus. Oh, oh, Sackgasse. Ich gucke noch ganz kurz hier lang, ob hier vielleicht irgendwo ein Altar rumsteht. Ah, da. Nein, du bist kein Altar. Mit dir sprechen wir später. Geht's hier noch irgendwo lang? Nee, hier ist eine Sackgasse. Aber da liegt was auf dem Boden, angeblich. Ah ne, hier sind nur die Ketten. Kein Altar, außer da unten in der Ecke, aber wahrscheinlich auch nicht. Also hier... Nö. Mist, Mist, Mist. Na gut, geht nichts dran vorbei. Einen Trank trinken wir. Und dann muss ich wieder mal pausieren. Also bis gleich. So, da wären wir auch wieder. Volle Lebenspunkte, volle Mana und immer noch keine Tränke. Der Dungeon wird ziemlich anstrengend werden, wenn wir nicht noch eine Menge mehr an Heiltränken und Antigift finden. Das heißt, wenn das weiter so läuft mit diesen komischen Krabbelfiechern an der Wand, dann müssen wir uns erstmal in der Burg umschauen und da ein bisschen was an Ressourcen sammeln. So, da rechts können wir noch rum. Und hoffen wir einfach mal, dass wir es hinkriegen. Ist immer schön angreifen, zurück und nicht vergiftet zu werden. Aha. Boah, die greifen ja richtig schnell an. Ja, da klappt das fast gar nicht mit dem Zurückgehen. Ich kann einmal schlagen. Und wenn ich dann versuche zurückzugehen, schlägt er schon zu. Oder schlägt er sie es schon zu. So, hier waren die Truhen. Sackgasse. Ja, bei den Dingern wären Fernkampfwaffen vielleicht nicht schlecht. Aber da unser Skill darin fast null ist, wird das nicht viel bringen. Ah, okay. Das Ding bleibt offen, obwohl kein Gewicht drauf ist. Das ist schon mal gut. Und du machst die Tür wieder zu, ne? Ja. Oh, das ist unsere Rettung. Das ist echt unsere Rettung. Wie viel Golddinger haben wir davon noch? Wir haben noch... 2. Warum haben wir die damals bloß benutzt?
Die hätten wir echt aufsparen müssen, wenn wir, wie jetzt, auch Gegengift brauchen. Aber ja, das ist eine Notfalllösung. Wir haben jetzt noch 2 Gegengifte, wenn ich das richtig sehe. Gucken wir mal kurz nach. 1, 2. Und 2 goldene Symbole. Das heißt, wir können noch 4-mal Vergiften aufhalten. Und hier können wir uns Mana holen. Wie viele Mana-Dinge haben wir noch? 2 komplette. Und ein halbes. Das ist auch nicht besonders viel. Wir haben gut was an Ressourcen verschwendet. Also, wenn man jetzt neu anfangen würde, wo man alles so weiß, dann wären wir an diesem Punkt später wesentlich weiter. Also, was Ressourcen angeht. Und natürlich auch von der Story her. So, wir könnten da in das Loch runterspringen. Das scheint auch ein legitimer Weg zu sein. Gucken wir mal. Und wieder in Stacheln gefallen. Ah, schlimmer als in Stacheln gefallen. In so einem Nest und schon vergiftet. Na gut, dann müssen wir jetzt durch. Wir hoffen einfach mal, dass wir lange genug gegenheilen können. Noch haben wir ja volles Mana. Und so können wir halt immer zwischendurch zu dem Mana-Altar nach oben gehen, unser Mana auffüllen und so gegenheilen. Oh, da waren gar keine Stacheln. Dafür der nächste von denen. Ja, ein bisschen weniger halten sie aus als die Vorkreiter. Aber das Gift macht sie wesentlich nerviger. Heiltrank sehr gut. Magietrank ist auch okay. Noch Magietrank ist auch okay. Gegengift ist perfekt. Schöne Truhe. Davon hätten wir gerne noch ein paar mehr. Oh, apropos Waffenfertigkeit und so. Als ich vorhin rausgegangen bin in der letzten Folge, sah man am Ende vielleicht noch ganz kurz, so 1-2 Frames lang, den Level-Up-Screen. Also wir haben eine Waffenfertigkeit bekommen und die habe ich dementsprechend auch auf Stichwaffen gesetzt. Da haben wir jetzt schon 9 oder so Punkte drin. Das müsste auch bald mal voll sein. Was haben wir hier? Steine. Und Krabbeldinger. Den haben wir noch gar keinen Namen gegeben. Ich finde eklige Krabbeldinger trifft's ganz gut. So, komm mal her, ekliges Krabbelding. Nee, nicht weglaufen. Ah, du bist jetzt bestimmt ein frisches, ne? Komm mal hierher. Nee, du bist schon angeschlagen. Gut. Heilung. Also 1-2 permanente Tränke könnten wir noch gut gebrauchen. Damit wir mehr heilen können nach einer Pause, ohne wieder pausieren zu müssen. Bleib stehen, du ekliges Krallding. Und wir sind schwach und unbeweglich. Komm, stirb, ich will gucken, wie viele überladen wir sind. Wenn überhaupt. Nö, gar nicht. Brauchen wir so viele Steine überhaupt? Ja, manche brauchten sogar 5. Also manche Druckplatten brauchten sogar 5, um ausgelöst zu werden. Also sollten wir die behalten. Jetzt so ein Bogen und immer tschu 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 tschu, bis der runterfällt. Aber das geht bestimmt auch nicht, durch diese Lücken durchzuschießen. Wäre ja auch zu schön. Hm? So, da geht's weiter. Aber das war ja auch ein komischer Geheimgang, wenn da nur Gegner drin sind. Aber das hatten wir im Baum ja auch. Da gab es ja auch mehrere geheime Ecken. Oh, ich will eigentlich nicht hoch. Müssen wir aber. Also ja, in der Burg gab es auch einige Geheimecken, wo einfach nur diese Pilze hinter waren und nichts anderes sonst. So, ein Schalter. Ha. Na gut. Gehen wir nochmal ganz kurz hier, damit eingezeichnet wird in der Karte, dass hier die Treppe runter ist. Dann gehen wir nochmal zum Loch und probieren da jetzt den Reparaturzauber aus. Das haben wir bei dem anderen Loch ja auch vergessen. Deswegen hatten wir Reparieren rangeschrieben. Entweder das oder wir hatten zu dem Zeitpunkt keinen Mana. Oh, ich habe vergessen, den Stock in die Hand zu nehmen. So, und reparieren. Thank you.
Nö, macht nichts. Das ist schade. Dann können wir jetzt nur da nochmal reingucken und sonst müssen wir zu diesem riesigen Gesicht, das im Gang stand. Das war übrigens echt irritierend. Aber Step by Step. Erstmal ganz kurz da. Oh, und das Druckplattenrätsel müssen wir auch noch irgendwann lösen. Wenn es denn wirklich ein Rätsel ist. So, ich wollte aber erstmal da gucken. Also hier rum. Oh, und zwischendurch sollten wir auch abspeichern. Nehmen wir mal LP 32.